Motor TV, heute mit folgenden Themen. Wir haben einen Fahrbericht vom Seat Leon ST Cupra. Wir haben den neuen Hyundai i40 getestet und wir berichten über das Histocup-Rennwochenende in Brünn. Sportlich, elegant, sehr viel Platz und schnell wie ein Rennauto. Das haben die spanischen Kombinierer mit dem neuen Seat Leon ST Cupra geschafft. Von 0 auf 100 km/h beschleunigt der Leon ST Cupra in nur 6 Sekunden. Damit hat Seat den schnellsten frontgetriebenen Kombi in Österreich und man kann beides verbinden. Ein Auto, wo man zuladen kann, das man ganz normal im Alltagsverkehr fahren kann. Aber wenn man dann ins Gas tritt, dann kann man die Freude von über 280 PS erleben. Und man kann natürlich Fahrwerke wählen, das Auto ist ausgestattet von technisch dem Feinsten, was derzeit der gesamte Volkswagen-Konzern bieten kann und hier konzentriert in einen Seat. Zu den technischen Feinheiten zählt die Wahlmöglichkeit von Fahrprofilen, bei denen sich nicht nur der Klang des Motors ändert, sondern auch das Ansprechverhalten sowie die Einstellung von Lenkung und adaptiven Dämpfern. Serienmäßig bietet der Leon Cupra ein manuelles Sechsganggetriebe, das sich auf kurzen Wegen leicht und exakt schalten lässt. Optional liefert Seat auch ein Doppelkupplungsgetriebe, das sich über den Wellhebel oder Wippen am Lenkrad steuern lässt. Das maximale Drehmoment von 350 Newtonmeter garantiert kraftvollen Durchzug in jeder Situation. Der Normverbrauch liegt laut Hersteller bei 6,7 Litern mit Handschaltgetriebe. Mit DSG-Getriebe sogar noch etwas darunter. Zur Serienausstattung gehört weiters auch ein abschaltbares ESB und eine Vorderachs-Differentialsperre, die Traktion und Fahrdynamik des Fronttriebles entscheidend unterstützen. Im Extremfall kann das gesamte Antriebsmoment auf ein Rad geleitet werden. Weiterhin zur Basisausstattung gehört eine Hochleistungsbremsanlage, erkennbar an den rot lackierten Bremssätteln. Das fein abgestimmte Fahrwerk sorgt für maximalen Fahr- und Kurvenspaß und fühlt sich trotz aller Sportlichkeit immer auch komfortabel an. In der präzisen Lenkung sind keine Antriebseinflüsse spürbar. Im Grenzbereich neigt der Cupra ST ein wenig zum Untersteuern. Er bleibt aber spurtreu und vor allem bleibt er leicht beherrschbar. Zum Teil verantwortlich dafür sind auch die betont großen Räder. Die 19 Zoll Leichtmetallfelgen, die wahlweise in Schwarz oder Orange erhältlich sind, passen ausgezeichnet zur langgestreckten Silhouette des 4,5 Meter langen Kombis. Die neue Front mit den großen Lufteinlässen und den Voll-LED-Scheinwerfern sichert einen kraftvollen Auftritt, ebenso wie die Heckschürze mit angedeutetem Diffusor und den beiden ovalen Endruhen. Auch innen geht es wie gewohnt sportlich zu. Ein abgeflachtes Multifunktions-Sport-Lederlenkrad, klassische Rundinstrumente, Metallpedale, Ledermanschetten und farblich abgesetzte Nähte zählen zur Serienausstattung. Weiters prägen vielfach verstellbare Sportsitze mit dunkelgrauer Alcantara-Polsterung sowie die Core-Elemente in klassischem Chrom den Innenraum. Der riesige Kofferraum fasst bei aufgestellter Rückbank bereits 587 Liter und kann durch einfaches Umklappen der Rücksitzlehnen vom Gepäckraum aus auf bis zu 1470 Liter erweitert werden. Der sehr umfangreich ausgestattete Seat Leon ST Cupra verbindet Top-Performance auf einzigartige Weise mit Stil und Nutzwert und bietet Seat typisch ein außergewöhnlich gutes Verhältnis von Leistung und Preis. Inklusive Klimaautomatik beträgt der Preis 37.190 Euro. Es gibt ihn schon seit 2011 und dass er sehr beliebt ist, zeigt schon die Anzahl von 100.000 verkauften Autos in Europa. Die Rede ist vom Hyundai i40. So ein beliebtes Modell gehört natürlich gehegt und gepflegt. Das hat Hyundai mit einer neuen Überarbeitung nun getan. Optisch umgestaltet haben die Designer den hexagonalen Kühlergrill und die komplette Vorderansicht inklusive Scheinwerferlayout mit LED-Tagfahrlicht. Auch die Heckpartie ist leicht modifiziert, verantwortlich dafür die neu designten Rückleuchten. Interessantes Detail am Heck ist die automatische Heckklappe. Nähert sich der Besitzer mit dem Schlüssel in der Tasche, öffnet die Heckklappe automatisch, sehr praktisch im Alltag. Für mehr Ordnung im Kofferraum sorgt ein Schienensystem mit Fixierungsmöglichkeiten. Bereits das Vorgängermodell war im Innenraum mit zahlreichen Features ausgestattet.
Dies hat Hyundai natürlich beibehalten und noch ausgebaut. Vier verschiedene Ausstattungsniveaus bieten die komplette Palette. Die Variante namens Platin lässt keine Wünsche mehr offen und bietet neben Panoramaglas-Schiebehubdach eine Lederausstattung wahlweise schwarz, beige oder braun, wie bei unserem Testwagen hier. Das Navigationssystem inklusive Rückfahrkamera und Smart Parking Assist System ist ebenfalls inkludiert. Alle Motoren kommen jetzt mit Start-Stopp-Automatik, jeweils ein Benzinmotor mit 136 PS und ein Dieselmotor in zwei Leistungsstärken mit 116 oder 141 PS stehen zur Auswahl. Für die stärkere Dieselvariante steht auch das neu entwickelte 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe zur Verfügung. Nicht neu, aber immer noch einzigartig ist die 5-Jahres-Garantie von Hyundai ohne Kilometerbegrenzung. Ebenso einzigartig die Preise für dieses Mittelklasse-Fahrzeug. Selbst bei der stärksten Motorisierung und höchsten Ausstattung bleiben sie unter 40.000 Euro. Beim zweiten Histocar-Rennwochenende der Saison 2015 sind rund 200 Rennfahrzeuge in Tschechien aktiv. Darunter natürlich wieder der attraktive BMW-Markenpokal, die größte Renngruppe der Histocup-Familie mit ihren knapp 200 PS starken BMW 325i E30 Modellen. Trainingsbestzeit auf einer der schönsten Rennstrecken Europas am Stadtrand von Brünn erzielt wieder einmal der junge, talentierte Salzburger Nachwuchspilot Luca Rettenbacher, wodurch er das Rennen von der vordersten Position beginnen darf. Insgesamt 10 Runden und 54 Kilometer sind jetzt zu absolvieren. Nach einer Aufwärmrunde wird der fliegende Start freigegeben. Dieser verläuft diesmal ohne Schwierigkeiten und alle Teilnehmer kommen gut durch die erste Kurve. Danach ist Luca Rettenbacher vorne. Er kann sich noch in der ersten Runde etwas absetzen. Erster Verfolger ist der Niederösterreicher Michael Schwarz aus Vösendorf und mit etwas Abstand folgt dann ein Sechserpack. In Runde 4 ist noch immer das gleiche Bild, Luca Rettenbacher vor Michael Schwarz, jeweils mit Respektabstand zueinander. Dann folgt das hart um Platz 3 kämpfende Sechserpack, angeführt derzeit von Sepp Unterholzner, gefolgt von Heimerl, Makai, Heinemann, Gronski und Ruhrberg. Nach 10 Runden siegt Luca Rettenbacher souverän. Platz 2 belegt Michael Schwarz vor Heribert Heimerl aus Bayern, dem Vizemeister des Vorjahres in der Solowertung der BMW Challenge. Der Rennverlauf war am Anfang, habe ich beim Start ein bisschen zurückgefallen, bin aber dann wieder ständig vierer gekommen, bis ich in Runde 6 oder sowas eigentlich wieder aufgeschlossen habe auf die ersten drei und habe dann mit Makai eigentlich einen super Fight gehabt. War restlos fair, einfach das, was sich ein Zuschauer und ein Rennfahrer wünscht. Und das war einfach geil. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Leistung, habe einen super Start gehabt, habe ein tolles Qualifying, mit dem hat es natürlich angefangen, eh klar. Einen tollen Start gehabt, dann ist hinter mir ein bisschen ein Gemetzel gewesen, da habe ich mich ein bisschen absetzen können, da habe ich einen Klick gehabt. Ja, und dann habe ich es gehalten bis jetzt zu. Also war echt super. Der Start selber war relativ gut von mir, ich glaube, ich habe eine relativ schnelle Reaktion gehabt. Sobald es grün war, bin ich eigentlich schon weg gewesen. Habe auch die erste Kurven als erstes durchfahren können, das war ein Vorteil von mir, weil wenn du dann gleich noch vor der ersten Kurve schon zurückfällst, dann ist es wieder relativ schwierig, dass du dich dann einordnest. Und nachdem, dass ich da relativ gut durchgekommen bin, habe ich eigentlich von Anfang an meinen Abstand aufbauen können. Im zweiten Rennen fällt der Salzburger Luca Rettenbacher leider aufgrund eines Getriebeschadens aus und der Sieg geht an Heribert Heimerl, gefolgt von Jürgen Huber und Dieter Karl Anton. Neben der BMW Challenge fährt in Brünn unter anderem auch die Renngruppe der Histocup Spezialtourenwagen mit Rennfahrzeugen der Baujahre 1951 bis einschließlich 1981. Einer der Stockerl-Platzanwärter ist Christian Schneider aus Tirol mit seinem Alfa Romeo GTV. Ein weiterer Anwärter ist der deutsche Toni Stoiber mit seinem Porsche 911 RS Baujahr 1973 und der Burgenländer Erwin Warislowitsch. Der pensionierte Kfz-Meister pilotiert einen selbst neu aufgebauten Gruppe 5 BMW 320. Topfavorit ist natürlich der Trainingsschnellste, der Schweizer Roger Bolliger mit seinem V8 Pontiac Firebird. Ein riesiges, buntes Histocup-Spezialtourenwagenfeld nimmt nach der Aufwärmrunde das 10-Runden-Rennen in Angriff.
Der Start verläuft sehr diszipliniert. Am Ende der Startzielgeraden absolviert das gesamte Feld mit der ersten Kurve reibungslos die schwierigste Phase des Rennens und Roger Bolliger geht komfortabel in Führung. Platz 2 belegt Christian Schneider im grünen Alpha, gefolgt von Anton Stoiber im schwarzen Porsche. Roger Bolliger kann in Folge seine Führung kontinuierlich ausbauen. In Runde 9 ist er überlegen in Führung, jedoch in der letzten Runde fällt er leider wegen kaputter Lichtmaschine aus. Mit fortschreitender Renndauer kommt Erwin Barislovic immer näher an Anton Stoiber heran. Zum Überholen reicht es jedoch nicht mehr und so belegen die beiden die Plätze 2 und 3 hinter Sieger Christian Schneider. Weitere Infos finden Sie auf www.histocup.com.